Herzlich willkommen zu nunmehr dritten Ausgabe von Spielt, liest, hört, schaut. Diesmal mit mir. Nun fangen wir zuerst an mit, was ich gespielt habe natürlich. Also das ist bei mir Deus Ex Human Revolution. In so einem Anflug von Nostalgie habe ich das nochmal in meine PS3 geworfen. Noch nicht mal die Director's Cut Edition oder für die Wii U, die ganzen relativ neue Version. Sondern tatsächlich die alte, die ich mir noch gekauft habe. Und ich bin immer noch total begeistert von diesem Spiel. Ich finde, es ist noch nicht mal schlecht gealtert, weil obwohl die Grafik natürlich nicht top ist, der Artstyle, der ist es halt immer noch. Und wow, ich bin immer noch beeindruckt. Das Ding ist halt, ich bin ein riesen Cyberpunk-Fan, von daher. Und Deus Ex ist halt mein absolutes Lieblingsspiel. Das werdet ihr ja wissen, wenn ihr dieses Video, dieses Fab Five gesehen habt, mit meinen Lieblingsspielen aller Zeiten. Und ja, Deus Ex halt ganz oben. Nur Deus Ex ist halt wirklich schlecht gealtert. Und wenn ich so eine Lust verspüre, Deus Ex nochmal zu spielen oder Vampire Bloodlines The Masquerade, dann werfe ich eigentlich Deus Ex Human Revolution im Moment immer ein. Und ja, ich bin jetzt wieder auf dem Trip und ich bin immer noch begeistert. Nun, viele von euch meinen bestimmt, dass der Marco besonders viel liest. Nun, ich möchte anfangen mit einem Buch, in dem es quasi nichts zu lesen gibt. Das ist eigentlich ein Bilderbuch. Das heißt Lost Logos. Das habe ich mir ausgeliehen von meinem Kollegen David Bullapatner. Es hat den konkreten Hintergrund. Lost Logos ist ein Buch mit, ich zeig's mal kurz, Artworks. Und zwar Artworks, also Designs von Logos, wie der Name ja schon sagt. Das Ding ist, wir haben eine neue Show, die ich jetzt noch nicht promoten will, das werdet ihr auf der Gamescom erfahren. Und der Trailer dazu, den hat der Julius geschnitten. Und ich mache dafür aber dieses Logo dieses neuen Formates. Und da ist Lost Logos tatsächlich das perfekte Buch, um sich Inspiration zu holen. Das ist für nichts anderes da. Das ist für Designer, also Grafikdesigner oder eben Schnittmenschen wie mich, die Logos designen wollen oder eben eine Corporate Identity schaffen wollen. Und da können sie sich eben Inspiration holen. Das ist ein fantastisches Buch dafür. Eigentlich sowas wie eine Design-Fibel möchte ich jedem empfehlen, der sich damit auseinandersetzen möchte. Und zum Zweiten habe ich gerade erst angefangen, endlich mal, nachdem ich es mir jahrelang vorgenommen habe, The League of Extraordinary Gentlemen. Nun, Alan Moore ist eh einer meiner absoluten Lieblingsautoren. Watchmen gehört, ist wahrscheinlich sogar das Lieblingsbuch, also mein Lieblingsroman sogar. Die New York Times hat es mal unter die 100 besten Romane des 20. Jahrhunderts gewählt. Und Alan Moore, also alles, was er schreibt, ist einfach Gold. Also V for Vendetta fand ich fantastisch. The Killing Joke ist mein absoluter Lieblings-Batman-Comic. Watchmen, habe ich ja schon gesagt, da geht nichts drüber für mich. Und ich habe bis jetzt immer League of Extraordinary Gentlemen ausgelassen. Das Ding ist, ich habe das, der Film ist, glaube ich, von 2003 ungefähr. Den fand ich sogar okay. Also das nach objektiven Maßstäben ist der richtig, richtig beschissen. Und besonders schade, es ist halt der letzte Film von Sean Connery, bevor er in Rente gegangen ist. Ausgerechnet dieses Machwerk. Aber er hat so Ansätze gehabt, dieses Steampunkige, das ich total cool finde. Diese Charaktere, die Idee, dass eben diese ganzen Romanfiguren in einem Universum tatsächlich existieren. Und dann habe ich mir gedacht, als ich den Film tatsächlich vor ein paar Wochen nochmal gesehen habe, so im Fernsehen, habe so reingesappt, habe ich ein bisschen hängen geblieben, habe den nochmal ganz auf Netflix geschaut. Und ich hatte so das Gefühl, ich muss das jetzt endlich mal nachholen, dass ich mir jetzt endlich Volume 1 und 2 von den Comics bestellt habe. Und bin jetzt gerade mitten in Volume 1 und ich muss sagen, es ist ein echter Page-Turner. Und man sieht auch jetzt schon das verschenkte Potenzial von dem Film. Und ich bin echt gespannt. Also wenn ihr das Comic schon gelesen habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es wirklich weiterhin so gut bleibt, wie ich bis jetzt das Gefühl habe. Und noch eine Sache, die ich ganz besonders gut dran finde an diesem Comic, es durchbricht ein bisschen die vierte Mauer. Es nimmt schon den Leser nicht als normalen Leser des 21. Jahrhunderts wahr, sondern als Leser des 19. Jahrhunderts, das gerade im Begriff ist, zum 20. Jahrhundert zu wechseln. Also genau wie in dem Roman. Das nimmt sich selber nicht ganz ernst. Also die Autoren sind dann auch in diesem Universum gefangen. Alan Moore wird in der Bio hinten auf dem Rücken nicht beschrieben als Alan Moore, den wir heute kennen. Also diesen Waldschrat, diesen Verrückten mit den geilen Comics. Sondern als einen Typen, einen Autor von diesem Penny Dreadful Roman, also diesem Groschenroman. Und dieser Comic versucht halt wirklich einfach nur ein Groschenroman zu sein. Es sieht sogar so aus. Also das muss ich wirklich diesen Comic lassen, diese vierte Mauer zu durchbrechen und so zu tun, als wäre man ein Groschenroman, das bebildert ist, mit Hinweisen an den Leser, dass die nächsten Bilder für Frauen oder für Damen eben nicht geeignet seien und so weiter. Also das finde ich bis jetzt super fantastisch und bin wirklich gespannt, wie das ausgeht. Nun, wie ihr vielleicht schon an der Hintergrundmusik hört, höre ich gerade tatsächlich Hotline Miami 2 den Soundtrack. Es wird bei einigen Top 3 oder Fab 5 wird es euch vielleicht aufgefallen sein oder bei den jetzt eingestellten Game News, dass es da wohl einen von uns beiden Cuttern gibt, also Jules oder ich, der offensichtlich sehr auf diesen Hotline Miami Soundtrack steht. Und ja, das bin ich tatsächlich. Und jetzt gerade höre ich ganz viel den Soundtrack vom zweiten Teil. Und ja, ich bin halt gerade auf dieser Retro-Schiene, habe ich das Gefühl. Und deswegen auch mein absolutes Lieblingsalbum bisher dieses Jahres. Das ist von Bilderbuch,
Schickschock heißt es. Das hat auch Jan Böhmermann als das Album des Jahres betitelt. Und so bin ich tatsächlich draufgekommen, durch den Auftritt beim Neo-Magazin Royal. Und ja, was soll ich sagen? Also alleine dieser eine Hit, dieses Softdrink heißt der, das ist für mich schon der Sommerhit überhaupt. Wie kann man diesen Song hören und nicht Lust auf eine Cola kriegen, obwohl dieser Song gleichzeitig eigentlich diese Softdrinks und die Werbung dahinter so konterkariert. Also uneingeschränkte Empfehlung von mir, da wenigstens mal über Spotify kurz reinzuhören. Nochmal Bilderbuch, Schickschock. Und auch der eigentliche Titelsong des Albums, Schickschock, ist auch überhaupt nicht zu verachten. Und was ich persönlich, also mein kleiner Favorit sogar neben Softdrink, Rocket Gigolo. Nun, was schaut, wird jetzt vielleicht ein bisschen länger, das könnt ihr euch sicher vorstellen. Ich fange erstmal an mit den zwei letzten Sachen, die ich im Kino gesehen habe. Das eine ist Marvel's Ant-Man. Nun, bei dem Film hatte ich schon vorher die Erwartungshaltung, also die Kritiken sind zum größten Teil recht gut ausgefallen. James Gunn, der Regisseur von Guardians of the Galaxy, sagt sogar, das ist sein persönlicher Lieblings-Marvel-Film. Ich hatte so eine gewisse Erwartungshaltung. Das Problem ist eben, dass Edgar Wright, der ursprüngliche Autor des Ganzen und wie soll ich sagen, Projektleiter, der 8 Jahre lang an diesem Projekt Ant-Man saß und dann kurz vor Drehbeginn, wirklich nur einige Wochen vor Drehbeginn, ausgeschieden ist aus dem Projekt, dass das Ganze halt so abfärbt darauf. Und man merkt es den Film tatsächlich an. Also ich habe schon das Gefühl, dass die allerbesten Gags in dem Film definitiv von ihm kommen. Das ist einfach die Art seines Humors. Also wer ihn nicht kennt, er hat Shaun of the Dead gemacht, Scott Pilgrim vs. the World, also überhaupt diese ganze Cornetto-Trilogie, wie man sie nennt, mit Simon Pegg und Nick Frost. Und das merkt man dem Film einfach an. Und ich finde es schon schade. Also er hat viel verschenktes Potenzial und er ist in der ersten Hälfte sehr zäh. Also ich kenne tatsächlich 2 Leute, die sind im Kino in der ersten Hälfte kurz weggenickt. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen für einen Film. Aber man muss diesen Film lassen. Er schafft es, gegen Ende immer besser zu werden. Auch gerade mit dem Finale. Und ich bin relativ begeistert, muss ich sagen. Ich bin tatsächlich begeistert, weil der Charakter mir gefällt. Ich freue mich darauf, den in Captain America Civil War und im nächsten Avengers zu sehen. Und ich glaube, er hat tatsächlich unglaublich viel Potenzial. Aber wie gesagt, der Film ist nicht uneingeschränkt empfehlenswert. Er ist halt eher ein Film des verschenkten Potenzials. Also er hat dieses Herz aber noch. Er hat das Herz am rechten Fleck. Er hat einen Humor, den ich echt gut finde. Und es gibt einige Gags in dem Film, wo ich sagen würde, okay, das sind die besten Gags, die ich im ganzen Jahr gesehen habe. Und das muss man erstmal schaffen. Wenn euch die Trailer nicht gefallen haben, dann braucht ihr auf jeden Fall nicht reinzugehen. Wenn 1 oder 2 Gags dieser Trailer euch schon sehr zugesagt haben, dann würde ich euch diesen Film schon empfehlen. Ja, orientiert euch einfach am Trailer. Nun, das zweite, was ich gesehen habe, noch am gleichen Abend, das war natürlich die Kompromisslösung. Ich will Ant-Man sehen, die bessere Hälfte will einen Horrorfilm sehen. Also habe ich mit meiner Freundin tatsächlich einen Horrorfilm angeschaut und das war Unknown User. Und oh mein Gott, ist dieser Film schlecht. Also ich möchte fast behaupten, Unknown User ist der bisher schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, bis auf American Sniper noch. Der war auf eine gewisse Weise noch schlechter. Über den will ich jetzt gar nicht reden, weil das würde ausarten. Ich sag nur so viel patriotischer Mist, wie ich ihn selten zuvor gesehen habe. Aber Unknown User ist ein Horrorfilm, der es halt schafft, keinen einzigen sympathischen Charakter zu haben. Keinen. Selbst das Mobbing-Opfer, das sich umbringt in diesem Film, ist unsympathisch. Von Anfang an. Also man mag niemanden. Und ich muss dem Film schon zugestehen, dass er handwerklich super gemacht ist, weil er schafft es halt, den kompletten Film anhand eines Desktops von einem Laptop, also nur die Desktop-Oberfläche, den Film zu erzählen. Und in der deutschen Fassung sind sie sogar hingegangen und haben alles eingedeutscht, wirklich alles. Selbst die AGBs von Facebook, wenn die kurz angezeigt werden, sind alles eingedeutscht. Also handwerklich fantastisch gemacht, Film selber unglaublich mies. Charaktere tauchen überhaupt nichts, unglaublich unsympathisch. Man ist froh, wenn einer nach dem anderen nach dem kleinen Negerlein-Prinzip stirbt. Und das Ganze sieht man aus der Sicht einer weiblichen Protagonistin, also ihr Desktop. Und sie gehört zu diesem nervigen Part der Menschheit, der nach allen 2 Sätzen Enter drückt im Chat. Und zwar wirklich andauernd. Die schreibt ihrem Freund 2 Sätze, dann nochmal 3 Sätze, nochmal 4. Nicht Sätze, Wörter. Und drückt Enter und er antwortet nicht gleich, wie jeder normale Mensch. Also schreibt sie noch 5 Nachrichten, warum man denn nicht antwortet. Und das die ganze Zeit begleitet mit diesen Tönen, auch von dem alten Apple-Betriebssystem sogar, nicht mal vom aktuellen. Also es ist noch nerviger, als es sowieso sein müsste. Und insofern saß ich im Kinosessel und hatte schon vor lauter Nerven. Ja, ich habe mich verkrallt in diesen Kinosessel, weil dieser Film so schrecklich ist, weil er mich so sehr gequält hat. Absolut keine Empfehlung, schaut ihn euch nicht an. Was habe ich noch gesehen? Serienmäßig an der Serienfront gibt es zu berichten. Ich habe House of Cards nochmal gesehen,
weil jetzt auf Netflix im August die dritte Staffel endlich kommt, die bisher nur auf Sky zu sehen war. Also freue ich mich, sie endlich sehen zu können. Und ich habe an den ersten zwei Staffeln noch mal gemerkt, wie unglaublich gut House of Cards. Ich feiere diese Serie. Also eine meiner Lieblingsserien der letzten Jahre auf jeden Fall. Ja, was habe ich noch gesehen? Minions habe ich schon im Come On erzählt, dass ich den richtig mies fand. Und ich habe endlich Inherited Vice nachgeholt. Also das ist der Film von Paul Thomas Anderson, der Anfang des Jahres in Deutschland rausgekommen ist, schon letztes Jahr in den USA, ich glaube im Dezember. Und ich hatte mir immer so erhofft, dass es so ein klein bisschen in die Big Lebowski-Richtung geht, das tut er auch, aber es ist ein sehr eigenwilliger Film. Also ich bin noch sehr zwiegespalten. Einerseits ist er unglaublich zäh erzählt und andererseits faszinierend und hat eine fantastische Kameraarbeit. Also es gibt einzelne Szenen in diesem Film, wo es mich wirklich weggeblasen hat, weil die so gut aufgenommen sind. Und der Humor dahinter, dieser tiefgründige Humor. Also den werde ich mir auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal anschauen. Uneingeschränkt überhaupt nicht zu empfehlen. Aber wenn man Paul Thomas Anderson Filme mag, wie There Will Be Blood oder eben Boogie Nights, mein absoluter Lieblingsfilm von ihm, dann auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, und ich glaube, ansonsten möchte ich euch nicht weiter nerven mit dem, was ich noch alles gesehen habe. Ich würde sagen, was habt ihr denn überhaupt gesehen? Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Ich schaue mir das auf jeden Fall an. Und nächste Woche dürft ihr euch schon mal auf Julius Freund, der live von der Gamescom etwas erzählen wird, was er dann so sieht.